Ja, Johnny, du bist, glaube ich, in 10 Minuten zocken schon dreimal verreckt, kann das sein. Zweimal, glaube ja, ich. Ja, das ist echt nicht schlecht. Ich habe heute einen krassen Schnitt drauf, was Sterben angeht. Boah, bitte gerade. Lass mich das Futter möglichst schnell da irgendwo finden. Finden, das ist deine eigene Wohnung. Du wirst ja wohl wissen, wo in deiner Wohnung dein Futter ist, oder? Jetzt muss ich auch noch Wasser gegen anschwimmen. Scheiße, ich werde das nicht überleben. Das Wasser, was ich mir irgendwann mal geplantet habe auf Peters Hütte. Ach, da ja. ist er ja. Da läuft er. Oh, Antonio, du bist fast da. Oh, und dann musst du noch bis nach oben, wa? Das ist ein Skelett. Nein, jetzt sterbe ich. Oh, nein. Er lebt noch. Na, oh Gott! Ich krieg schon Schaden! Uiuiui. Fuck, hier muss ja irgendwo was zu fressen sein! Ah, guck mal da! Oh, ist der droht! Hier ist nichts zu fressen! Ah, die guckt sich dann an, als der Schatten da mal was hinwirft! Johnny, komm her! Komm zu mir! Sofort, ich kann nicht mehr, ich werde jetzt sterben! Jetzt rennst du da oben, ich hab Fleisch in der Hand! Und? Boom! Oh Mann, geil! Nein! Oh Mann! Das ist ärgerlich. Oh. Boah, jetzt hol ich mir so ein Chicken erstmal weg, ey. Wo kommt Chicken denn hier weg, der Creeper oder? Her? Alter, ey, dabei bin ich doch so ein fetter Typ. Der müsste eigentlich noch genug an Leben haben zum Speck und zum Überleben. Nein, jetzt flitzt er. Jetzt fällt dieses Huhn in den Riss. Alter, ist doch Creeper. Zum Kotzen. Ja, toll, jetzt hat er mir meinen ganzen Scheiß kaputt gemacht. Aber jetzt ist wahrscheinlich mein ganzes Inventar despawned, nachdem man einmal tot ist, ne? Nochmal. Das hat Peter doch schon eingesammelt eben. Nee, das habe ich nicht eingesammelt. Das ist natürlich blöd. Aber ich war kurz davor. Lalalala. Was ist das? Eine ätzende Wichs-Scheiße. Ich weiß nicht, ob das Inventar tatsächlich nochmal drauf geht, wenn man einfach nur stirbt. Wer weiß das schon. Auch eigentlich sollten wir das langsam wissen. Eigentlich schon, ja. Wir sollten so viel schon langsam wissen, aber irgendwie. Irgendwie wissen wir es nicht. So, wie bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Ist das jetzt Lava? Oh, ein Minenschacht. Das ist ja nice. Ich habe dann nochmal zu holen. Melonen. Und die habe ich schon. Melonen habe ich schon. Melonen sammeln! Oh yeah! Hab ich schon im Gepäck! Yeah. Denn das Gepäck ist gut und es ist von Balsen. Was? Hadi macht hier wieder Schleichwerbung. Echt mal. Wir sind ja nicht beim ZDF. What the fucking hell! Okay, alles gut, alles safe. Gar nichts passiert. Attention Horror. Meinst du, wir können irgendwann Let's Player GEZ einführen? Oh ja. Für jeden. So wie im Januar. Da muss jeder. Natürlich. Ja, zwingend muss jeder Nutzer in Deutschland. Jeder Haushalt. Ob der PC hat oder nicht, scheißegal. Nee, Internetzugang reicht schon. Eigentlich nur darauf warten. Nee, jeder hat doch ein Handy. Hast verloren. Ja, wenn YouTube also das macht, dann habe ich aber Handy. Nichts davon. Die sollen das hier persönlich. Nein, aber was hast du denn normalerweise bei der GEZ davon? Ja, jetzt hätte er da keine Paralympics angucken. Oh ja, das war spaßig. So viel zu dem Thema. Ja. Das war doch auch cool, die Eröffnungsshow. Oh ja. Du hast aber gerade das Wort spaßig benutzt. Ja, die waren ja haben die da keinen Spaß mehr, ja, oder nee, was? Beim Sport ist kein Spaß im Vordergrund, Hadi. Hast du recht. Ja, das klang hier so sogar, wie hieß der noch, der da war? Boah, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Mr. Bean. Wie war das nochmal, Hardy? Nee, du hast Gandalf dich da angemeldet, aber du warst zu krüppelig dafür, um da mitzumachen, oder? Zu krüppelig für die Hardy hatte ja. 100% zu viel. Gandalf war da. Oh ja. Der Gandalf war da? Ja, natürlich, du hast mir doch selber noch gesagt, wie der heißt. Ach, hey, McKellen. Ja, genau. Komm mal her. Moment, ich bin gerade in der Mine, ich kann schlecht zu dir kommen gerade. Na, okay. Und tut mir leid. Ja, aber wenn du sagst, das ist so wichtig, dass ich einen Kriegsreporter machen muss, dann komme ich. Nee, Kriegsreporter brauche ich nicht. Hadi, sollen wir uns verbünden? Was? Das geht jedes Mal schief, Hadi, tut nicht. Das letzte Mal, als ich mich mit dir verbündet habe, da bin ich gestorben.
Ja, da mussten wir aber gegen Christian ran. Ja, trotzdem bin ich gestorben. Wir haben es auseinandergebracht. Ne, komm, wir gehen ein paar Leute suchen. Weißt du, Sepp hat jetzt natürlich nichts mehr zu verlieren, Hardy. Da wandelt der wahrscheinlich mit jedem an. Wieso hab ich das denn richtig verstanden, weil du dir die ganze Hütte unter Stein gesetzt hast? Dass Hardy bei dir TNT gezündet hat? Na, Hardy hat meine ganze Bude mit TNT ausgelöst. Nein, ich habe das nicht bei ihm gezündet. Ich habe bei ihm einfach nur so ein TNT-Ding mit einem Schalter gemacht. Und es stand ihm frei. Das selber. Genau, gezündet hat Sepp das selber. Er hätte das Teil ja auch abbauen können und er hätte dann so ein Paket TNT für sich gehabt. Oh, das ist geil. Das mache ich auch bei Hardy. Überall Druckplatten hin und ja. Das hättest du ja abbauen können. Und dann rennt er weg und dann macht. Ich glaube, das mache ich. Voll die gute Idee. Ich glaube, das mache ich mal. Lass mal alle bei Hardy sowas machen. Um Hardy nervös zu machen. Ach, Johnny, so weit sind wir jetzt schon. Hin. Das mache ich bei Peter. Voll die gute Idee. Na toll. Wie so weit sind wir jetzt schon? Was willst du denn von mir, Hardy? Ja, ich dachte, du wolltest mich hier anmachen. Ich hab ein bisschen am. Mach du mich mal nicht so blöd von der Seite an, Bastard. Kriegst ein paar aufs Maul. Oh ja. Kein paar aufs Maul! Hat dir das so nicht gefallen, ja? Ach, pff, da steh ich. Johnny ist wie so ein kleiner Hund, ey. Der fängt immer direkt an zu bellen wie sonst was. Ja, wie so ein Terrier. Oh ja. Ja, Hardy, kommst du mit? Nein. Kommst du mit? Nicht? Nein. Genau, sei nicht feige, lass mich auch im Bauch. Ich verbiete dir, dich meinem Haus auf mehr als 120.000 Kilometer zu nähern. Ich stehe da aber schon. Dann würde ich sagen, du machst jetzt einen Abgang. Baby. Ja. Hardy, wenn du bei mir halt die ganze Zeit bei dir rum. Mein Gott, es wird wieder spannend, ob ich es diesmal überlebe. Ich springe aber doch gar nicht bei dir rum. Ja, ich natürlich, sehe ich doch. Friedlich. Ich oh mein Gott, ich habe nur noch 2,5 Leben. Oh, gehst du schon wieder drauf, Jay? Das ist ja lange. Ja, wo soll ich denn hin? Du hast mir leider dabei, ich komme raus. Was machst du denn da? Das schon wieder der Spawn ist halt zu weit weg, dass man dann einmal durchlaufen wie kann. Wie wert, wenn du da mal wollen was wir da so ein paar Truhen zwischendurch machen mit Melonen? Wie wert, wenn... Ich war gerade im Kampf mit dem Creeper. Kampf? Ja, Hardy, hast du immer noch Lava an deinem Hand. Echt, was am Fighten? Ja, selbst die ganze Rückwand meines Berges besteht noch aus Lava. Mann, geil. Ich find das geil. Ich find das gar nicht mal so geil. Ich find das echt geil. Ich find das nicht geil. Das sieht aus wie so ein großer Penisberg im Lavarock. Im Wunderland. Sieht aus wie ein großer Penis. Der kleine, große Penisberg im Wunderland. Oh, Jay ist wieder da. Peter, wann krieg ich denn endlich mein Glas? Ja, komm. Echt mal, Peter, wann krieg ich denn mal die ganzen Saphire, die du mir noch schuldest? Was? Nein, ich hab Schwert in Arsch. Hab ich alles schon. Was ich ein bisschen gemein von dir fand, Hardy, ist, dass der Peter die ganzen Tränke abgezockt hat aus der Truhe. Ich weiß nicht mal, wo seine Truhen sind. ja. Hast du das denn schon umdefiniert, Peter, bevor die Folge online geht? Wer hat sich bitte den Magierturm geklaut? Wie geklaut? Du hast mir in der letzten Aufnahme gesagt, hol dir den wieder, und dann habe ich mir den wieder geholt. Noch in der letzten Aufnahme. Du hast dich denn echt wieder geholt. Ich brauch den nicht mehr. Ja, richtig, du hast erst gesagt, ich brauch den nicht. Das war ein Bluff. Ja, Peter. Ja, würde ich mir nicht gefallen lassen, Jay. Gehen dir wieder zurückholen. Oh. Wieso höre ich eigentlich die ganze Zeit Spinnen hier? Spinnen? Ja. Toll, jetzt habe ich Glas dabei und jetzt ist das hier schon geplantet. Mhm. Hab ich dann gesagt? Geplantet! Ist vor deiner Haustür gelegt. Kann es sein, dass du nur ein Schwein hast? Ja. Ich habe auch ein Schwein. Vielleicht sollten wir da auch uns zusammen tun. Die Rassen kreuzen, sagst du? Ja. Hast du das kann noch? Rittersport? Ah ja, okay. Oh ja. Oh ja. Schokolade für jedermann. Du meinst mit Dönergeschmack? Rittersport Leberwurst. Irgendwie kriege ich das nicht gebacken, mich bei dir zu orientieren. Scheiße. Ich soll nur die Treppe da hochlaufen. Nee, ich bin schon oben wieder, aber ich weiß nicht jetzt genau, wo ich jetzt hin muss. Okay, dann will ich es dir kurz erläutern. Ja, bitte. So, da ich weiß, wo ich hin muss. Alles super. Bin mittlerweile schon aus der Mine raus und bin gerade überlegen, ob ich losrenne. Oh, scheiß Spiel. Aber trotzdem danke für das Glas, Peter. Jo. Wie war das hier, wie hießen die noch, die immer ihre Schulden bezahlen? Ah, ja, Lannister, genau. Was ist denn Peter dann? Ein Smitherer?
Wollte jetzt die Abkürzung uns gleich nehmen. Miffy ist